Und das hast du richtig erkannt, im Fabia. 70, tritt durch, komm. Und guck mal, du hast einen geilen Vergleich, ne, eben, aber die 10 Meter sind da vorne, den du suchst. Also physikalisch genau ist Doppelte bei dir. Geschwindigkeit 67,8. Und vergleicht mal, wo steht er jetzt mit 30 auf dem Glatten und wo stand er eben mit 50/70 auf dem Griffigen? Kennt ihr auch alle? Doppelte Geschwindigkeit, vierfacher gleich Bremsweg. Vierfacher Bremsweg. Kennen wir alle aus der Theorie. Praktisch haben wir es vielleicht selten probiert. Heute werden wir es machen. Das heißt, ihr bleibt auf dem Gleisbelag. Wir verdoppeln die Geschwindigkeit von 30 auf 60 und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Hier nicht den Gleitbelag in Wellen hier. So, und hier, und komm. Und hopp, komm.
vorne an erster Stelle schon eine 4 stehen hat oder eventuell eine 5. Ne? Wenn man froh, wenn man noch ein bisschen so die Leistung, ich mach dich ein bisschen kleiner machen könnte. Ne? Wir drehen jetzt das Ganze wieder um. Jetzt überfordert euch, Martin, links. Ja, dann macht mal andersrum, ne? Ja. Dann ist alles gut. Also viel hat sich da nicht getan, ne? Irgendwas Solides hast du da, ne? Und ab, feste, komm! Und...
Der Fabia bei 23 geht der weg, ne? Hat er echt ein ganz enttäuschtes Gesicht hier, ne? Bis jetzt war der Fabia total lieb, ne? Swing. Und auf Feste, komm! Guck mal, jetzt 25. Ihm hast du bei 23 quer gestanden, ne? Geht. Wie im Weg. Fabian.
du Scheiße. Was noch wichtig ist, bevor ihr reinfahrt, macht einen Scheibenwischer mit an. Hm. Wenn du drin bist, weißt du meistens nicht mehr, wo du bist und dann ist es zu spät. Weil ansonsten kann man gemütlich fahren, ganz alles rauslassen und das Auto fährt eigentlich von selber raus. Ja, warum? Hinterräder haften. Hörst du es? Jetzt ist es weg. Schon der erste Plastikgurtflügel schon wieder gefunden. Hat sich wieder reingeklappt, ist gut. So, zweite Runde werden wir mal reinbremsen. Und wenn ich bremse, sage ich auch jetzt, weil ihr wisst ja, wie sich ein Auto anfühlt, was am nassen Asphalt bremst. Habt ihr ja oft genug gemacht, dass ihr einfach mal seht, wie schlecht der eigentlich bremst im Aquaplaning. Aber er bremst und er bleibt stabil. Das ist erstmal das Wichtige. Ja? Der Tsunami wieder zurück, das ist gut. Ganz. Und jetzt stehen wir. Ja. Also im ersten Moment, wo ich jetzt gesagt habe, passiert war nichts auf der Bremse, außer dass der hinten gebremst hat. Ne? Und dann hier vorne, wo das Wasser zu Ende ist, oder du bist so langsam, dass der vorne wieder ins Wasser reintaucht. Sobald der Grip wieder da ist, dann fängt er halt an. Der wie auf dem nassen Asphalt. Ne? Aber das Wichtige ist einfach, ihr seht, das Auto bleibt gerade. Du kannst voll reinbremsen. Ne? Also lasst euch da nichts erzählen. Geht nicht. Ne? So, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir halb durch. Das heißt, der zieht auch so ein bisschen zur Seite. Ja, und dabei werden wir noch reinbremsen. Aber das wird vom Verhalten her nichts anderes sein wie gestern unsere Mühsplitbremse, die wir ja gemacht haben. Ne? Die war ja auch relativ entspannt. Ne? Becken sieht man ja, ne? Kannst du das dagegen halten? Kannst du da noch bremsen, passt. So sieht das aus, wenn du die Scheibenwischer nicht anmachst. Ich habe den Vorteil, ich sehe noch, wo ich hinfahre, weil wir nur mit der rechten Seite im Wasser waren. Ich nicht. So, und die letzte Runde machen wir halt, wir lenken mal, ne? Was ihr bitte nicht macht. Man weiß nie, was passiert. Ja. Die Autos sind heute total harmlos, muss man echt sagen. So, also gemütlich nochmal rein. Und guckt mal so vorne über die Haube, wie das Ding haftet. Das dann wieder unter Kontrolle zu kriegen. Es wirkt schlagartig. Sobald die Haftung kommt, dass er, wenn du dann eingelenkt bist und wartest, denkst, nichts passiert, du lenkst vielleicht noch mehr ein. Ja, genau. Und dann irgendwann greift er. Und jetzt sei realistisch, wie viel Platz hast du draußen? 1,50 Meter links von dir vielleicht eine Leitplanke, anderes Auto. 1,50 Meter rechts von dir sieht es nicht anders aus. Also das heißt, wenn das Auto Haftung kriegt, bevor das irgendwas anderes passiert, hängst du halt nicht schon irgendwo drin. Und das ist die Gefahr halt, die du einfach hast. Ne? Also immer stur geradeaus und voll bremsen. Räder gerade. Wie gesagt, das Einzige, wenn du so ein einseitiges Aquaplaning hast, der droht irgendwo hinzuziehen, da kannst du natürlich ein bisschen dagegen halten, das ist alles gut, dann passt die Sache. Aber ansonsten, wenn er komplett aufgeschwommen ist, sollte man sich verknallen.